Hallo, ich bin Elisa. Ich bin Studentin im Studiengang Bachelor Management und Digital Business an der EPA St. Pölten. Ich bin derzeit auch Student Ambassador für diesen Studiengang und ich freue mich sehr, meine Erfahrungen mit euch teilen zu können. Während der Corona-Pandemie habe ich begonnen, meinen kompletten Werdegang zu hinterfragen, was mich zu dem Schluss gebracht hat, doch noch zu studieren. Mein großes Interesse an Wirtschaft, Programmierung und Entrepreneurship hat mich schlussendlich zu diesem Studium gebracht. Eine Frage, die mir besonders oft gestellt wird, ist, wie man sich am besten auf das Aufnahmegespräch vorbereiten kann. Beim Motivationsschreiben würde ich darauf achten, dass deine Motivation für den Studiengang klar rauskommt. Die Beweggründe sind hier sehr entscheidend und werden beim späteren Interview auf jeden Fall nochmal nachgefragt werden. Noch ein paar Tipps für das Aufnahmegespräch. Sei selbstbewusst und kenne deine Stärken und Schwächen. Sei auf dem aktuellen Stand und weiß, was in der Welt passiert. Dafür kannst du Zeitungen lesen und Podcasts und Nachrichten hören. Außerdem sei in der Lage, einen Dialog zu führen, ebenfalls auf Englisch. Und es kommt auf jeden Fall gut an, wenn du dir ein oder zwei Fragen überlegst, die du deiner Interviewerin stellen kannst. Eine weitere oft gestellte Frage ist, sind Arbeit und Studium gut miteinander zu vereinbaren? Es handelt sich hier um ein Vollzeitstudium und es ist auch dementsprechend viel zu tun. Ich würde den Aufwand des Studiums auf keinen Fall unterschätzen. Solltest du arbeiten wollen, würde ich dir einen geringfügigen Job empfehlen und am besten auch mit flexiblen Arbeitszeiten. Bist du weiterhin interessiert? Dann melde dich gerne bei mir für weitere Fragen. Ich freue mich, von dir zu hören. Servus!